Hallo und willkommen zurück zu Tropico 5. Mein Name ist Lord Yoda und ich hoffe mal, dass hier eine interessante Mission Die ist. USA wollen einige ihrer Raketen hier in Tropico Ja, stationieren. drei Recyclinganlagen ist auf jeden Fall Gut, mal dass nicht ich nicht darauf verkehrt. gewettet habe. Oh, und den Flughafen bauen für Gut, dass ich 20.000 nicht darauf bekommen. gewettet habe. Ja. Ja. So, Religionszufriedenheit sollte jetzt mal sowas von krass steigen. Wie sieht es hier eigentlich aus? Wohnqualität nicht so überragend. Und wenn wir das hier mal machen, dann sollte das nämlich einigermaßen steigen. 69, ja, passt. So, noch keine Besucher, da kann natürlich auch nichts passieren. UdSSR hat Geld überwiesen und wir haben eine neue Hauptmission. Die schauen wir uns schnell an. Kameradpräsidente, ich muss gestehen, einige kapitalistische Geheimagentenfilme gesehen zu haben. Sie haben mir gefallen und mich zum Nachdenken über unsere Schläferagenten gebracht. Die besten Agenten sind in der Lage, mit einem Fallschirm von einer Überschallrakete auf eine andere Überschallrakete zu springen und sie zu entschärfen. Wahrscheinlich, wenn sie auch noch entgegengesetzt fliegen. Wenn wir den gefährlichsten Mann der Welt töten wollen, müssen unsere Agenten nicht nur so gut sein, sondern noch besser. Ich schlage vor, wir beginnen auf der Stelle mit ihrem Flugtraining. Ja, jetzt lassen wir das mal ein bisschen sein, weil... So. Ja, muss jetzt gerade echt nicht. Recyclinganlage. Haben wir da Die Geld gekriegt? USA Nö, USA-Beziehung. Flughafen hat uns Hotel gebracht. Andersrum. Flughafen hat uns Geld gebracht. Aber wo ist der Flughafen? Wo war der Flughafen? Das war Zollamt. Verbessert Preise ist natürlich nicht verkehrt. Kein Flughafen. Kein Flughafen. Kein Flughafen. Kein Flughafen, kein Flughafen, kein Flug. Hä? Okay. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Tourismus. Flughafen. Da ist er. 30.000, wir kriegen 20.000 zurück. Also wir brauchen ein bisschen Geld. Und das könnte jetzt gerne mal zurückgehen. Das wäre ganz toll. Haben wir hier eigentlich schon... Ja. Fischzucht, bitte. Fischvorkommen keins. Ja, das wird garantiert nicht an diesen Öl-Sachen da liegen. Hey, die Leute haben die Kathedrale gefunden. Dann beschwert euch jetzt mal nicht. Wir haben ein Zehntel der Touristen gefunden. Wie viele Jahre hatten wir? 15 Jahre. Aha. Das heißt, wir brauchen deutlich mehr. Das sind jetzt noch 10 Jahre, richtig? Nicht mal mehr. Also wir brauchen deutlich mehr Hotels, aber das, glaube ich, hat ungefähr niemanden gewundert. Wie viele haben denn? 12? 7? Keine Ahnung wie viele, keine Ahnung wie viele. 6? 2? Das heißt, wir sollten ein paar billig... Kann noch irgendwas? Nee. 3. Vermutlich Wellness Hotel, aber haben wir nicht. Das heißt, billig Hotel is the way to go. Geht das jetzt langsam zurück? Ich glaube schon. So, langsam. Sehr langsam. Aber es geht zurück. Das ist großartig. So, konnte man hier noch? Ja, konnte man auch. Ja, dann fühlt ihr euch doch schon gleich viel wohnlicher. Bei 73% Wohnqualität. Da hinten auch? Ne, da sind es nur 48. Drum wohnt auch niemand. Aber passt schon. Das passt schon. Das steigt ganz gut. Sieht auch ganz gut aus. Auch wenn ich es etwas irritierend finde. 200? Moment, warum hast du... Ah, weil hier einer fehlt. Trotzdem, 200, 600, 700, 800, 850, nee, sogar 900. Und wir haben hier nur 800 Leute, aber alle sind voll. Aha. Ihr schummelt euch doch zu zwei Gottesdiensten rein. Ha, gibt's doch zu. Ja. Zu teuer. Flughafen, immer noch zu teuer. Wir brauchen noch 10.000.
Wir brauchen noch 10.000 und die kommen hier mit dem Schiff. Hoffentlich. Dann könnten wir uns auch mal überlegen, ob wir die ganzen Upgrades hier kaufen wollen. Oh, Effizienz. Weniger Ding. Und Arbeitsbedingungen. Sehr schön. So, Flughafen. Da hat jemand Geld ausgegeben. Verdammt. Warum habe ich nochmal Geld ausgegeben? Die Arbeiter streiken. Was wollt ihr denn? Ich möchte jetzt eigentlich nicht... Ach, die werden schon irgendwann aufhören zu streiken. Armee entsenden möchte ich jetzt wirklich nicht. Das bringt uns nur noch mehr Streiks. Das mit den Streiks sind erlaubt, war ungefähr die schlechteste Idee, die ich je hatte. Aber gut, solange hier Zufriedenheit 68% ist, mache ich mir nicht so viel Sorgen. Wenn sie sinkt, mache ich mir sehr viele Sorgen. Wir sollten hier vielleicht mal einen Parkplatz hinsetzen. So, hier schön direkt neben das Hotel. Das Platz. Waren es nicht gerade noch 12.000? Oder waren es gerade 9.000? Das könnten wir auch mal machen. Wie viel Strom haben wir denn noch? Gesamtverbrauch verfügbarer 280. Bringt's das? Komm, wir nehmen's und alles. Rum bringt garantiert viel Geld. Ja, hier 40.000. Aber wir haben keinen Zucker im Eingang. Warum haben wir keinen Zucker im Eingang? Ist da Zucker im Ausgang? Ein bisschen was. Ich glaube, wir brauchen jetzt... Ja, wobei, wir haben jetzt gesagt, weniger Rohstoff, oder? 25% weniger, dann soll es jetzt passen. Hoffe ich. Präsident, die folgende. Okay. Wunderbar. Folgen wurden beseitigt. Dann gebt mir mal wieder Geld. Ich habe nämlich gerade viel ausgegeben. Zu viel fast. Naja. Passt schon. Passt schon. Ja, die sind schon reich. Strom. Bisschen Gold ist auch noch drin. Umweltverschmutzung. Überall lese ich Umweltverschmutzung. Unglaublich. So, wie viel kostet denn so ein Kabarett? 8.000, okay. So, Touristen 1. Tropicana 58, aha. Mhm. Lassen wir die umsonst rein, oder was? Ich hätte jetzt erwartet, Tropicana 50, Touristen 2.000. So, richtig schön... blechen lassen. Flughafen. Der kommt natürlich direkt hinter den Nationalpark. Nein. Hier. So. Hier irgendwie. Und dann darüber. Genau. So war es in der Art. Wir kriegen ja, glaube ich, 20.000 zurück. Genau. Passt. Dann ist das vollkommen okay. Ist das jetzt mehr oder weniger? Oder bleibt's? Ich habe mich vorher einfach verlesen. Monatliche Produktion 0, weil kein Gold. Dann liefert er mir doch mal hier Gold. Sehr gut. Das müsste Gold gewesen sein. Richtig. Richtig, richtig. Es braucht immer ein bisschen, bis es updatet. Ja, mal Gold. Und 10% weniger Rohstoffe. Das ist ja auch nicht schlecht. Der Parkplatz ist übrigens fertig, das ist schön, dann müssen die Touristen nicht mehr zu Fuß gehen. Ja, du arbeitest nicht, weil du streikst und deswegen hast du auch keine Rohstoffe mehr, weil du ja eh streikst. Manchmal, ja, manchmal ist die Anzeige richtig durchdacht.
Minus 22.000. Ach du Schande. Baut mal hier diesen Flughafen. Ihr habt doch sonst nichts zu tun. Kann man mal einen Flughafen bauen. Der übrigens auch noch einen Parkplatz braucht. Nee, nee, nee. Vielleicht sollte ich eine zweite Highschool bauen. Wie sieht denn das aus hier? Also Menschen, verfügbare Jobs, Highschool, Universität, arbeitslos, ungebildet, Grundschule. Ja. Ein Rentner. Wir brauchen noch eine Highschool. Definitiv. Wo war die? Die war hier. Ja, 15 von 15. Definitiv brauchen wir da noch eine. Sonst kann man da einfach nicht hinterher mit Leute produzieren, sozusagen. Aber dazu sollte jetzt erstmal der Flughafen fertig sein, damit wir mehr Geld kriegen. Weil die Highschool kostet ja auch schon wieder 10.000, grob. Ja, die rentieren sie ja fast mittlerweile. Das ist doch schön. Dass sie hier irgendwas mal rentieren. Schnüff. Präsidente. Oh, wir haben ein Atomkraftwerk. Auch nicht verkehrt. Überhaupt nicht verkehrt, vor allem wenn wir mal Strom brauchen, was jetzt ungefähr immer der Fall ist. Also unsere Arbeiter waren auch schon mal schneller. Gefühlt, je mehr Baubüros man hat, apropos, wie viele habe ich eigentlich? Wenn ich nur eins habe, dann wäre das nämlich ziemlich lustig. Wahrscheinlich habe ich, ne, hier ist noch ein zweites. Ja, zwei Baubüros sollten noch theoretisch reichen, oder nicht? Brauche ich eigentlich ein neues Transport? Ich glaube, ich brauche ein neues Transportbüro. Überall, was ich anklicke, hat viele Sachen im Ausgangswarenlager. Ich mag mich bei meinen sorgsam durchgerechneten Vorhersagen ein wenig geirrt haben. Hüttendörfer. Okay, warum nicht? Ich meine, die waren verdammt teuer, wenn ich mich richtig erinnere. Moment. Besitzen oder bauen? Ich habe doch eins. Ich habe hier doch ein Hüttendorf. Jetzt muss ich noch zwei bauen, naja. Werden wir, oder wollen wir eh, weil Touristen und sonst was, und das gibt, glaube ich, eh dann eine tolle Belohnung. Drum, warum nicht? So ein fertiger Flughafen hat übrigens den Vorteil, dass ich mehr Geld kriege. Was wollen die schon wieder für ihre Verhandlungen drücken? Mr. President. Meinen Berechnungen zu... Bauen Sie ein neues Hotel. Das mache ich. Definitiv. Irgendwann. Definitiv werde ich ein neues Hotel bauen. Dazu könnte ich aber Geld gebrauchen. Der ist abgefahren und hatte schon Geld... Ach du Scheiße. Dann baut doch jetzt mal diesen Flughafen. Endlich fertig. Gibt immerhin 20.000. 20.000 gibt das. Ja, ich meine, hier haben wir ja theoretisch 20.000. Also es läuft gar nicht so schlecht. Ich glaube, das war einfach, weil die hier gestreikt haben. Der Streik, glaube ich, hat echt uns Geld gekostet. Aber so ist das nun mal. So ist das bei einem Streik. So, jetzt gibt es auf jeden Fall Geld. Der braucht ganz schön lang. Aber ich meine, man sieht es ja an Berlin. So ein Flughafen braucht lang, bis er fertig ist. Immer noch nichts, was wir haben. Doch, Planken haben wir. Planken haben wir, Planken. Planken. Richtig, Planken. Planken. Rohstoffverbrauch steigt. Are you kidding me? Prozent. Ich frage mich, ob wir ein bisschen zu viele Hafenanlagen haben.
ob wir mehr Geld machen würden, wenn es weniger wären. Oder ob die Schiffe eh nicht mehr liefern können. Keine Ahnung. Lassen wir es erstmal so. Bisher sind ja alle doch recht gut gefüllt. Mein Vater hat immer gesagt, Unwissenheit ist Glück. Schick mal in den Urlaub und zwar Magnat. Den Umweltschützer. Vielleicht gibt es ja dann Ruf bei den Umweltschützern oder so. Weil die es toll finden, dass, ach, was weiß ich. Ich wollte ein neues Transportbüro bauen. Weil es lag schon wieder überall Geld rum. Also Geld rum im Sinne von, die Sachen haben Waren, die nicht abgeholt werden, wo vielleicht deswegen nicht produziert wird. Und das ist nicht gut. Ebenso will ich ein neues Baubüro bauen. Weil irgendwie brauchen die mir viel zu lang. Und dann wollte ich richtig die Highschool natürlich bauen. Die da ist. Die bauen wir einfach direkt dahinter. Oh, neue Mission. Mr. President, unsere sitzen sie ja im Zirkus, aber wir haben gerade zu viele Missionen. Ja, der Flughafen sollte sich ja bald erledigt haben, hoffe ich. Wir setzen jetzt mal trotzdem auf hoch, bevor die irgendwie der Ansicht sind, ja, wir... Nee, Entschuldigung. Wir setzen das auf hoch. Das ist vielleicht sogar ein bisschen wichtiger. Und vor allem, das sollte ja echt schnell gebaut werden hier. Hier. Da ist auch schon jemand, glaube ich. Ist zumindest schon mal ein Toilettenhäuschen hier. Kann ja nichts schief gehen. So, wie sieht's hier aus? 75%. Ja, es dauert. Das dauert echt. Aber gut. Das Baubüro geht dafür umso schneller. Zumindest, wenn jemand dran werkelt. Also ich meine, beim anderen werkelt ja jemand dran, aber es geht einfach nicht hoch. Und hier geht's doch recht gut hoch. Und das ist schön. Mal ein bisschen Abwechslung. Yay, wir haben noch ein Baubüro. Und die sollten ja hoffentlich... Ja, dafür sollten wir Leute haben. Forschentumor, ja, sehr gut. Hey, der Flughafen sieht fast fertig aus. 85%. Dann können ja... Oh, die müssen natürlich komplett hier durchfahren. Das ist schon ein ewiger Weg. Und wahrscheinlich laufen sie zurück oder so ein Schmarrn. Baut hier schon jemand? Hm, noch nicht. Aber da sind ein paar rübergefahren und dann sollte das fertig sein. Das ist gut. Dann, Recyclinganlagen kosten wie viel? 13.000 Kabaretts bringen Geld. Oder? Kabarett, was ist? Da. Profit. Ja. Wir werden Kabaretts bauen. Als erstes. Wir werden die anderen, die Recyclinganlagen auch bauen, aber wir brauchen jetzt erstmal. Oder Hüttendörfer. Ich mag mich beim. Nee, die bringen kein Geld. Wir brauchen. Mr. President. Das bringt auch kein Geld. Wir bauen Hüttendörfer natürlich. Was komme ich denn für Ideen? Natürlich bauen wir erst Hüttendörfer. So, jetzt gib mir meinen Flughafen. Gib mir meinen Flughafen. 91%. Zweiter BER, Witz incoming. Das ist weiter als der Flughafen ist. Och bitte. Da fehlt echt auch noch die Brandschutzeinrichtung, oder was? Steht doch schon alles. Flugzeug kann nur landen, ist doch gut. Oh, oh. Hey, er ist fertig. Wunderbar. Dieser neue Flughafen. Verdammt gute Leistung, diese ja, Friedensgeschichte. UN. Wir lieben die UN und sind so mit denen, ja. Also echt so. Hüttendorf.
Eins. Zwei. Keine Ahnung. Bringt uns zwei Aufgaben. Und vor allem, also warum Hüttendorf und nicht die anderen Sachen? Naja, wir brauchen Touristen und zwar verdammt viele und verdammt schnell. Und Hüttendörfer haben halt mal Touristen und die anderen Sachen nicht. Aber unglaublich, wir haben sogar noch ein bisschen Geld über. Könnten wir fast noch ein Kabarett bauen. Wenn die nicht alle gerade abfahren würden und somit das Geld nach unten geht. Ah, hier kommt bald wieder was. Und da arbeitet jetzt niemand, weil wir Universitätsleute brauchen, oder was? Auslandsbeziehung. So, das ist jedenfalls auch fertig. Das ist sehr schön. Dann haben wir nämlich nochmal mehr Leute, die rumfahren und Sachen hin und her liefern. Das gefällt mir. Und die sollte jetzt auch gleich fertig sein. Richtig? 99%, könnt ihr doch nicht so lassen. Guten Abend. Baubüro, wunderbar. Dann setzt nochmal die Türklinke ein. Und wo sind wir? Ne, eigentlich ganz ehrlich, Raumfahrprogramm so in der Reihenfolge. Yay, zweite Highschool, wunderbar. Jetzt hoffe ich mal, dass da drin jemand arbeiten will. Sehr schön. Wahrscheinlich ist er von da. Den nicht mal. Gut, wir kriegen mehr Studenten. Und damit, ja, sollten wir auch mehr Geld kriegen, weil halt einfach so, zum Beispiel hier, einfach so wahnsinnig viele Sachen fehlen. Das wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Naja. Hüttendörfer, los geht's. Baut mal. Ich habe da jemanden gesehen, der bauen will. Guten Abend. Richtig, ja, richtig, wunderbar. Oh, 45% schon. Ja, im Verhältnis zum Flughafen geht das ja ratzfatz. Wunderbar. Ein neues Hotel. Außer Hüttendorf zählt nicht als Hotel. Doch, zählt's, wunderbar. Und hier? Kommen sie auch gerade zum Arbeiten, wunderbar. Das ist doch schön. Das ist doch sehr schön. Dann werden wir hier jetzt neu. Neuzeit. Mehr Effizienz. Sehr schön. Wir haben da noch Strom, oder? Ja, haben wir. Wunderbar. Gut, dann. 26.000. Hüttendörfer. Ich mag mich bei meinen kapitalistischen Zielen. Sehr schön. Ich ihre Fähigkeiten. So, wir nehmen die zwei kostenlosen Unterhaltungsgebäude. Nee, Unterhaltung war nicht das. Moment, da war irgendwas von Zirkus. Mr. President. Besitzen Sie einen Zirkus und Zirkus frei. Ha! Ha! Wo bauen wir den hin? Für die Touristen. Warum nicht? Die anderen können ja herfahren. Da. Was war das andere? Kamerad Präsidente? Zwei Drachenflieger-Clubs. Das war aber Luxusunterhaltung. Naja. Kamerad Präsident? Ich würde lieber noch ein Hotel bauen. Definitiv lieber noch ein Hotel bauen. So, wo kommt der nächste Dampfer? Weil jetzt könnten sie ja mit dem Flugzeug kommen. Wir können nicht, weil wir keine Universitätsleute haben. Stellen wir mal jemand ein auf die Schnelle. Oh, mehr Forschungspunkte. Ganz vergessen. Ja. Die Universität. Ja. 62 Abschlüsse. Nicht schlecht. Das wird schon. Gut. Hier sinkt da gerade die Beliebtheit rapide, was hauptsächlich an der Unterhaltung und Gesundheitsversorgung liegt. Uergs. Gesundheitsversorgung ist gar nicht lustig. Wenn mir die Leute wegsterben, sind das nur die Intelligenten.
die ich dann neu ausbilden muss. Das mag ich mal gar nicht. Da sollten wir dringend ein Krankenhaus bauen. Ganz dringend. Aber dafür brauchen wir natürlich Geld. Also, ich glaube, das verwundert niemanden. Planken, Stahl, Stahl, Stahl. Stahl. Rum. Rum bringt nur 3500. Schnäppchen. Das ist ein richtiges Schnäppchen. Was soll denn das? Oh, ho, 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 ho. 109.000. Also das Ding macht jetzt richtig Gewinn. Das ist schön. Das ist sehr schön. Und somit können jetzt hier Touristen ankommen. Sehr schön. Zirkus ist fertig. Habe ich euch jemals davon erzählt, wie ich von zu Hause ausgerissen und zum Zirkus gegangen bin? Das waren zwei wundervolle Jahre. Bevor sie mich als zu verrückt rausgeworfen haben. Ich vermisse meine alten Freunde. Freddy, wenn du zuhörst, willkommen in Tropico. Und zieh Olga von mir am Bart. Hallöchen auch von mir. Von eurem Präsidenten. Wie auch immer. Im Stahlwerk will niemand mehr arbeiten. Ist so, wirklich? Na toll. Wir brauchen mehr Leute. Verdammt, ey. Der erste Abschluss. Ole, ole. So, ein Viertel haben wir. Ja, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Also, es ist. Wir haben, glaube ich, doch recht gut aufgeholt. Aber, naja. Die USA haben eine neue Initiative namens. Preisen. Das kriegen wir hin. Diese Yankees können wirklich feiern. Zigarren, Alkohol, Hetzjagd auf Kommunisten. Was? Wir nehmen das Industrieluxusgut-Dingens da. Und zwar bauen wir jetzt tatsächlich die Fahrzeugfabrik. Die wird teuer gewesen sein. Und importieren dann halt Bauxit. Genau. Und dann werden wir noch das Zollamt bauen. Weil schließlich wollen wir verbesserte Preise. Genau. So sieht's aus. Bauxit Import. Keine Schiffe verfügbar. Da sind zwei. Dann ziehen wir da mal eins ab. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht, dass wir hier Bauxit importieren müssen, aber mei, was hilft's? Es hilft ja nichts. Gut. So, hier 7 von 7, da 7 von 7. Also besucht werden die Hotels. Das ist schon mal was. Jetzt müssen nur einfach noch genügend Leute her. Ich weiß nicht, ob die Yankees und die Sowjets das Kriegsbeil begraben. Oh ja. Gipfeltreffen für 30.000. Ich weiß und ich nicht, krieg 30.000 und zahl zwar. Ja. Verdammt gute Leistung. Und nehmen natürlich nochmal 15.000 hinterher. Oh ja. Vorlocke, Tropico. Fremde Würdenträger landen an unseren Gestaden. Denkt dran. Falls ihr nicht den Dritten Weltkrieg auslösen wollt, lasst Taschendiebstähle lieber sein. Dann bauen wir natürlich ein Billighotel. Und jetzt auch endlich mal so eine Recyclinganlage. Das wird irgendwelchen Leuten natürlich nicht gefallen haben, dass wir hier ausländische Mächte eingeladen haben. Ach du Schande, die mögen uns ja alle. Gut so. Das ist doch gut so. Ja. Hm. Ah, richtig. Ich sehe gerade. Es ist mal wieder Zeit,
auf Pause zu drücken und zu sagen, das wird schon irgendwie, vor allem mit dem Billig-Hotel, was ja jetzt 12 Leute, glaube ich, waren es, hat 12 Familien, also sind die zwei zusammenfasst. Hier ist niemand drin, wie fies. Und somit sollten wir die Mission dann noch schaffen. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Servus!